Willkommen zurück zu Legend of Zelda Twilight Princess. Und auf dem Weg in die Taverne. Ich leg hier schon mal diesen Brief an. Weil den brauchen wir hier. Leonard Brief. Oder Leonard. So, es ist Tag, es ist schön, es ist herrlich. Die Stadt ist wieder voll mit Menschen. Und ja, was soll man hierzu noch sagen? Es ist einfach ein wundervoller... Ey, hast du ein wenig Zeit? Kennst du einen Mann namens Giovanni? Ja, zufällig schon. Weißt du, sein Geliebter hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Wahrscheinlich mal wieder nur ein kleiner Streit unter Liebenden. In letzter Zeit passieren nur seltsame Dinge. Manche Leute sagen schon, das liege an Dämonen, die ihr Unwesen treiben. Die Geschichte ist mittlerweile fast schon so etwas wie eine Legende dieser Stadt. Zufälligerweise weiß ich das, weiß ich, wer der ist. Und ich frage mich gerade, haben wir? Nee, wir haben noch nicht genügend von diesen Dingern, um ihn zu erlösen. Ich glaube, wir brauchen 20 Stück oder so. Von diesen Geistern. So. Aber dir möchte ich unbedingt das hier zeigen. Wow, das ist ja von Leonard. Aber steht da etwa gar nichts über mich? Na, was soll's. Hauptsache, ich weiß jetzt, was Sache ist. Also gut, Ilya braucht unsere Hilfe. Aber so viel ich weiß, ich auch nicht. Nur, dass es der Arzt war, der Ilya ursprünglich hierher gebracht hat. Vielleicht weiß er ja etwas. Allerdings, nun ja, er ist ein wenig schwierig. Am besten, du zeigst ihm das hier. Ein magisches Papier, das schwierige Menschen gesprächig macht. Yay, eine Rechnung. Der Arzt des Haru hat wohl eine ganze Weile lang anschreiben lassen. Die Summe ist astronomisch. Alles klar. Ich hoffe, ihr fällt bald alles wieder ein. Findest du nicht auch, Link? Lol. Okay, wir waren bei diesem Arzt schon. Zufällig, aber wir waren da schon mal. So. Ach, verdammt. Muss ich hier überhaupt lang? Nee, muss hier hoch. Und dann... Ach komm, Steuerung. Vielleicht bin auch ich aber nur zu blöd dafür. Gehen wir mal hier lang. Weil... Hier kommen wir dann direkt sozusagen bei dem Arzt raus. Also fast direkt bei dem Arzt raus. So. Hier war doch aber auch noch dieser eine... Hier muss doch noch irgendeiner sein, der auf eine Lieferung wartet. Ach, egal. Gehen wir zu dem Arzt. Hallo. Du da. Guck mal hier. Ich hab da was für dich. Warte noch ein wenig. Ich zahle ja. Fast hatte ich das Geld schon beisammen. Hätte ich die Schnitzerei von dem Mädchen verkauft, wäre Geld in die Kasse gekommen. Aber dann habe ich Medizin über der Schnitzerei verschüttet und dann hat sie so gestunken. Natürlich habe ich sie sofort zum Trocknen nach draußen gestellt, aber dann hat sie mir irgendwer gestohlen. Unglaublich, nicht wahr? Die Leute stehlen wirklich wie die Raben. Es gibt einfach keine Ehrlichkeit mehr auf der Welt. Jedenfalls... Hier ist keine Schnitzerei und Geld habe ich auch keins, also kann ich dir auch nicht zurückgeben. Also gut, arbeiten, arbeiten, arbeiten. Okay, irgendwas hat nach Medizin gestunken, sagt er. Vielleicht... Was ist das denn? Nee. Passiert nichts. Oh, wenn wir hier irgendwie... Nee, ich will nicht aufsteigen. Ich will das nicht wegschieben. Na komm, das geht nicht in die Richtung. Dann vielleicht in diese. Hier ist doch was.
Aha. Okay. Geruch von Fisch vergessen und neuen Geruch merken. Ja, bitte. Geruch von Medizin gewittert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vermutlich riecht er selber auch mega nach Medizin. Aber vielleicht habe ich ja... Hoppla. Habe ich ja... Glück. Ich muss mal gucken. Ich gehe hier mal... nach Osten raus. Au. Ich gehe mal nach Osten raus. Und versuche mich hier mal zu verwandeln. Und gucke mal dann... ob ich hier irgendwie Medizin wittern kann. Okay, hier nicht. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, als Wolf in die Stadt zu gehen. Ja, ja, droh ruhig. Aha. Hier entlang. Ja, ja. Schrei mal nicht so rum. Ich weiß ganz... So schlimm sehe ich nun auch wieder nicht aus. So. Aha. Aha. Oh, hallo. Suchst du etwa dieses Ding, das Ilja bei sich hatte? Wie hast du nur herausbekommen, dass ich es dem Arzt abgenommen habe? Ganz schön clever. Aber dann waren da Knochenhunde und die haben sie mir weggenommen. Ich sag dir, wenn solche Gerippe hinter der Schnitzerei her sind, dann ist die Kleine da in etwas Großes reingeraten. Die Biester sind irgendwo in der Nähe des Südtors und dummerweise können die nur nachts aus ihren Löchern. Außerdem haben sie immer im Rudel, sind sie immer im Rudel unterwegs. Du musst sie alle besiegen, um die Schnitzerei zurückzubekommen. Und zurückbekommen musst du sie. Sie ist ein Schlüssel zu Ilias Erinnerung. Nein, sag sowas. Okay, das ist jetzt blöd. Aber es dämmert schon. Das ist zumindest schon mal etwas Gutes. Achso, Moment. Süden. Süden ist da lang. So, mal gucken. Ich würde ganz gerne wieder ein Mensch werden. Danke sehr. Vielleicht kommen wir jetzt auch an die Kiste hier oben. Bin mir noch nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Irgendwas fehlt hier oder so. Ha. Ach, fuck. In Süden kommt man nur mit dem Quellwasser. Okay, hab's verstanden. Oder da drüben sind auch welche. Das kann auch möglich sein. So. Trotzdem ist Nacht. Oder wir teleportieren uns einfach nach Süden. Das sollte ja auch funktionieren. Moment. Ich rede erst nochmal mit dem Jungen. Wegen des Quellwassers. Der hier. Papa verkauft frisches Quellwasser, aber in letzter Zeit kommt da keine neue Ware. Deshalb hängt er den ganzen Tag am östlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm reden will, seufzt er einfach nur. Kannst du irgendwas tun? Okay, ich würde es ganz gerne ausprobieren. Der hängt am östlichen Tor rum. Ich habe da aber keinen bisher gesehen, der so aussieht, als könnte er sein Vater sein. Egal. Gucken wir mal ein bisschen. Au. Östliches Tor. Reden wir mal mit dem. Hier ist eben ein Gorone vorbeigelaufen. Ich frage mich, wo der wohl hin wollte. Ich dachte, die Brücke im Osten wäre eingestürzt. Kann man die denn überhaupt benutzen? Aha. Das ist doch mal ein guter Hinweis. Dann machen wir das doch. Gehen wir doch mal eben kurz da lang. Mal gucken, vielleicht sehen wir, haben wir ihn hier gleich. Ach, da hockt er.
Ich kann nicht mehr, es ist aus. Die Brücke ist kaputt, also kann auch kein Quellwasser mehr transportiert werden. Und ich habe nichts zu verkaufen. Oh, kann denn nicht einer diese Brücke reparieren? Das ist doof, weil ich wüsste auch nicht, wo ein Teil dieser Brücke ist. Tatsächlich. Um diese zu reparieren. Aber okay. Wie wär's, wenn wir jetzt einmal ganz kurz... hierhin warpen. Damit wir nach Südharul kommen, solange es noch Nacht ist. Dann können wir diese Geisterhunde angreifen. Und vielleicht haben wir Glück und wir finden dort auch irgendwo eine Brücke. Probieren können wir es, ja. Naja, komm. Erstmal wieder zum Menschen werden, bitte. Das nervt mich nämlich gewaltig, als Hund durch die Gegend zu rollen. So, hier entlang. Hier war aber auch noch irgendwas. Ich weiß nur nicht, ob man das hier... Doch, das kann man definitiv wegsprengen. Machen wir es doch einfach mal. Wupp, weg hier. So, was haben wir hier? Hier ist ein Loch oder sowas. Oh. Da guckt mal einer an. Ich glaube, hier müssen wir früher oder später sowieso hin. Lol. Welch ein glücklicher Zufall. Weil diese Stelle ist mir schon ewig und drei Tage aufgefallen. Ich wusste nur nicht, was man damit machen soll. Aber okay. Ebene von Hyrule. Ich hoffe, dass wir hier jetzt richtig sind. Mit diesen Hunden. Wir rollen hier einfach mal blöd durch die Gegend. Oh, guck mal, da vorne ist noch ein Geist. Bombe. Okay. Wir holen uns den Geist zum Wolf werden. Na komm. Nom. Tschüss. Okay, ich will eigentlich nur dieses Ding hier haben. Damit müssen wir jetzt den 18. haben. So, jetzt ist die Frage. Sind hier jetzt diese Höllenköter oder sind sie hier nicht? Oder sind sie doch da oben? Oder wird schon wieder Tag? Nee, es sieht ziemlich nach Nacht aus. Moment. Da kam noch gerade irgendwas aus dem Boden. Ha, da sind sie doch. Bums. Und der nächste. Grinding. Mensch, wo sind diese Viecher denn jetzt hin? So, hier müssten noch mehr davon sein eigentlich.
Nicht nur diese zwei oder die wir hier gerade gesehen haben. Aber vor allem, wenn ich die alle töten soll. Wie soll ich denn das hinbekommen? Kann ich die irgendwie auf die Art und Weise spüren, wittern oder sonst irgendwas? Nee, euch will ich gar nicht. Ich will diese toten Hunde haben. Ah, da ist einer. Und da ist noch einer. Ich glaube, ich weiß jetzt, wo die sind. Und zwar immer bei diesen Gebieten, wo diese grauen Flächen sind. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan mit meiner Annahme. Hier einmal durch die Gegend laufen und sie irgendwie spawnen lassen. So, da ist noch einer. Und? Immer noch nicht. Okay, das mit den grauen Flächen hat dann wohl nicht gepasst. Traurigerweise. Haben wir hier noch irgendwo was? Kommen die noch irgendwo raus? Hier aus dem Wasser oder so? Nee, aber wir haben gleich... Ah! Nichts. Und irgendwie nervt mich das auch, dass es jetzt schon wieder Tag wird. Ach Mann. Blöd. Richtig blöd ist das. Sag mal, stirbst du auch noch mal? Mit denen. Ist der irgendwie verbuggt oder so? Geht doch. Meine Güte. Ha, ärgerlich. Richtig ärgerlich. Na gut, vielleicht finden wir hier irgendwo diese Brücke. Das wäre vielleicht auch nochmal eine coole Sache. Vielleicht finden wir die. Aber ich wüsste jetzt auch nicht großartig wo. Wobei, hier im östlichen Bereich, da ist ja auch ein Teil von der Brücke verschwunden. Oder? War das im östlichen? Ach Mann. Frustrating. Da komme ich nicht durch.
Ha. Na gut, vielleicht gehen wir aber einfach mal los und suchen uns mal irgendwelche, keine Ahnung, Flaschen oder so. Nee, was mich am meisten ärgert, ist ja die Tatsache, dass ich keine, dass ich so wenig Rubine tragen kann. Aber... da stelle ich mir auch die Frage, wo kriege ich die Dinger jetzt eigentlich her? Schwierig. Gucken wir uns nochmal die Map an. Ist natürlich auch die Frage, wo kriegen wir diese die Dingens her? Wie heißt es? Die. Ah, ich weiß das alles nicht. Das ist so schlimm. Okay, wir machen hier trotzdem nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann später wieder. Entweder wenn es Nacht ist oder wenn ich mehr Plan habe. Also bis dann.